Hallo und herzlich willkommen zu meinem Reisebericht über die Mongolei. Wir sind ein Pärchen, Anfang 30, das ganz normal im Berufsalltag steckt. Das heißt, wir haben nur eine begrenzte Zeit an Urlaubstagen zur Verfügung, um zu verreisen. Dennoch wollen wir ein Land möglichst individuell bereisen, das heißt abseits von Pauschaltourismus oder Gruppenreisen. Nach der Ankunft in Ulaanbaatar ging es für uns direkt nach Karkorin. Im Internet und Reisebüros kann man natürlich Rundreisen in der Mongolei buchen, angefangen von 5 Tagen bis 3 Wochen. Da hat man dann ein sehr fix vorgeschriebenes Programm, das nur wenig flexibel ist, weil auch noch andere Leute mit dabei sind. Das wollten wir so nicht haben, deswegen haben wir die Reise von Grund auf selbst geplant und konnten dadurch auch nur das anschauen und machen, was wir wirklich machen wollten und was uns am meisten interessiert. Wie hier zum Beispiel zum Nadam-Fest zu gehen in Karkorin, einem eher kleineren Städtchen, bei dem das Nadam-Fest dann auch noch etwas authentischer wirkt, wie vielleicht in Ulaanbaatar oder in anderen großen Städten oder touristischen Zentren. In Karkorin waren wir in einem kleinen Gasthaus untergebracht. Die Besitzerin von dort hat uns durch regen E-Mail-Kontakt im Voraus sehr geholfen, was die weitere Planung unserer individuellen Reise betrifft. Sie hat uns zum Beispiel für das Orkhon-Tal einen Guide organisiert, mit dem wir dann eine mehrtägige Reittour unternommen haben.
Während der Reittour haben wir entweder gecampt oder bei den Einheimischen in der Hirte geschlafen, das einfach Bekannte waren von unserem Guide, der mit uns geritten ist. Und dadurch hat man einfach viel mehr Kontakt auch zu den Einheimischen und man sieht auch viel schöner, wie diese leben, wie die sich die Zeit vertreiben, die wir beim Ringen. Da das jetzt nicht eine große Touragentur war, sondern eher eine befreundete Familie von dem Gasthaus in Karkorin, ist die Ausstattung der Pferde und auch des Camping-Equipments natürlich eher ein bisschen provisorisch gewesen. Die Sattel waren etwas unbequem, aber dafür war es auch ein authentischeres Erlebnis. Und auch die Fahrzeuge, mit denen sie uns dahin gebracht haben, waren natürlich nicht auf dem neuesten Stand. Und so war es insgesamt nur eine von 10 Pannen, die wir hatten. Allerdings sind die Fahrer auch immer gute Mechaniker und die haben das alles immer an Ort und Stelle wieder hingekriegt. Hat halt manchmal ein bisschen gedauert. Nachdem wir dann von der Tour im Orkhon-Tal zurückgekommen sind, haben wir noch eine Gobi-Tour mit der Besitzerin des Gasthaus geplant. Dort ist dann einfach ein Fahrer von ihr mit dem Jeep mit uns dann 5 Tage durch die Gobi gefahren. Auch hier gab es die ein oder andere Panne mit dem Auto, meistens nur ein kaputter Reifen, der dann wieder geflickt wurde oder versetzt wurde. Auf der Tour kommt man an den klassischen Sehenswürdigkeiten dabei, die jede große Reiseagentur auch im Programm hat. Allerdings hatten wir so eine private Tour, nur für uns zwei. Und wir haben letztendlich auch weniger bezahlt, als wenn man diese Tour von Ulaanbaatar aus in so einem alten russischen Buschen in einer größeren Gruppe macht.
Echo 132 in progress. Armed robbery report on 6th Street. All units, please respond. Shots fired. Take a look around me. Taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. New answer to the same question. How many times will you learn the same lesson? Auch auf der Tour sind wir entweder in Camps untergekommen oder bei bekannten Familien der Gasthausbesitzerin in Karkorin, wie hier zum Beispiel in Dalantzavgat. Und es war auch immer schön, dann einfach bei den Leuten zu sein und mit den Kindern zu spielen. Turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. We just gotta hold on. Es war dann auch so ausgemacht, dass die Tour durch die Gobi in Ulaanbaatar enden soll. So haben wir uns das Shuttle von Karkorin zurück nach Ulaanbaatar auch schon wieder gespart. Und von Ulaanbaatar ging es dann weiter ganz im Westen des Landes ins Altai-Gebot gegen. So einem Inlandsflug sieht man dann mal wirklich, wie menschenleer dieses Land eigentlich ist. Es ist ja eines der am wenigsten dicht besiedelsten Länder der Welt. Und das hat man aus dem Flugzeug bei Pistenwetter wirklich sehr gut gesehen. Vor Ort haben wir über einen lokalen Anbieter dann einen Transport ins Gebirge organisiert, wo wir dann wandern gegangen sind. Hier wurden jetzt die Vorbereitungen für die mehrtägige Wandertour getroffen, mit der wir noch Kamele und Pferde mitgenommen haben. Die paar wenigen Menschen, die dort im Gebirge leben, sind sehr, sehr gastfreundlich und wenn man dort vorbeilauft, wird man immer hereingebeten für eine Milch, für einen Joghurt.
Das Essen dort ist aber sehr gewöhnungsbedürftig, deswegen haben wir uns auch ein kleines Küchenzelt noch mitgenommen und einiges an Essen von der Stadt und sogar von Deutschland aus, das wir uns dann dort gekocht haben. Für einen kleinen Obolus reitet auch dann einfach mal ein Junge oder jemand von einer Jurte für eine Tagesetappe mit und hilft einem einfach beim Kamel beladen, entladen, beim Aufstellen des Camps, und man hat auch das Kamel dann nicht ständig selber im Schlepptau, so konnte man mal den einen oder anderen Tag freilaufen und das Kamel wurde von den Jungs dann geführt. Ja, nach 5 Tagen unterwegs zu Fuß sind wir dann an einem vorher ausgemachten Punkt wieder abgeholt worden von dem kleinen Touranbieter in Olgi. Dort haben wir dann auch die Kamele zurückgelassen und sind wieder zurück nach Olgi gefahren. Stopp in Ulaanbaatar, wieder zurück in die Heimat.